Solche hübschen Interieurs möchte man halt einfach haben. Das Ganze möchte man auch vielleicht in Truckers & Bee benutzen. Nun, wie funktioniert das Ganze? Dafür muss man lokale Mods installieren. Wie man diese ganzen lokalen Mods am Ende des Tages installiert, werden wir Step by Step in diesem Video einmal durchgehen. Von Discord-Server zu Downloads zu wie man das Ganze konfiguriert im Spiel und dass es alles auch Truckers & Bee fähig ist. Wofür ist das eigentlich gut, dass wir einen lokalen Mod erstellen für Truckers & Bee? Keiner sieht, was ihr euch gemoddet habt. Ihr seht euch nur selber, was ihr euch gemoddet habt. Dementsprechend ist es auch keine Gefahr, dass man in Truckers & Bee gebannt werden kann. Und genau darauf soll es ja hinauslaufen, dass ihr keinen Bann bekommt wegen externen Modding, sondern dass es halt alles im lokalen Bereich hinterlegt ist. Für die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Alex. Ich mache rund um Euro Truck Simulator genau diese Videos. Und genau hier fangen wir jetzt auch an. Das Ganze ist jetzt so, wir öffnen einmal Google, Chrome, Firefox, whatever. Und ihr schreibt in Sanux rein. In Sanux hat jetzt eine Webseite, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier könnt ihr jetzt entweder direkt euch den ALM herunterladen und den Bypass herunterladen oder ihr folgt noch dem Discord-Kanal. In dem Discord-Kanal sind natürlich unterschiedliche Kanäle rund um natürlich die Interieur-Mods, lokalen Mods, was man sich herunterladen kann. Wir zeigen euch einmal die zwei Möglichkeiten. Entweder sagt ihr hier direkt Download Project ALM und ihr scrollt ein bisschen herunter, bis ihr hier zu den FAQs kommt. Und da steht Do you need the Bypass Plugin? Da drückt ihr einmal drauf und ihr habt hier dann diesen orangenen Link, womit ihr dann diese beiden Sachen einmal direkt herunterladen könnt. Dafür sagen wir einmal Generate Link. Hier können wir das Ganze schon mal einmal herunterladen. Und wir können uns den ALM auch schon herunterladen. Das Ganze ist, wie gesagt, auf der Insanux Webseite und wenn wir uns hier das mal so ein bisschen durchgucken, stehen wir hier natürlich Game Mods, da haben wir nochmal ein Animated Steering Wheel Plugin, was ihr euch zum Beispiel herunterladen könnt. Wir haben hier den Reiter lokale Mods und hier können wir zum Beispiel jetzt alles herunterladen, was hier so in diesem Automod mit involviert ist. Das Ganze ist aber auch in dem Project ALM in der Software auch mit integriert. Ich kann euch natürlich noch einmal ganz kurz empfehlen, ja, drückt hier einfach mal auf Discord Invite, dann könnt ihr in den Discord-Server reinkommen. By the way, wir haben natürlich auch einen Discord-Server, wo ihr zum Beispiel auch für Support anfragt. By the way, wir haben natürlich auch einen Discord-Server, da könnt ihr auch gerne reinkommen, könnt ihr sogar noch ein Ticket erstellen, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Euro Truck Simulator, was geklärt werden soll. So, und wenn wir jetzt hier auf diesem Insanux-Server drauf sind, sehen wir hier natürlich noch einmal ganz kurz das Project ALM. Hier wird das natürlich auch alles immer hochgeladen, dass wir immer wissen, wann die neueste Version da ist. Wir haben nochmal ein Bypass-Plugin, wir haben nochmal extra Plugins, die wir uns nochmal herunterladen können, egal ob Custom Steering Wheel, Animated Steering Wheel, Prism 3D, Cache Fix, was für Modder zum Beispiel relativ wichtig ist. Da haben wir natürlich noch das ein oder andere und wir haben hier nochmal natürlich die Add-ons, die man sich herunterladen kann, wo jeder das hier ein bisschen mit einstellen kann. Finde ich immer sehr wichtig. Du hast natürlich keine Berechtigung. Das sind hier natürlich die Modder, die das hochladen. Da können wir hier direkt auch schon mal auf den Download-Link gehen. Das Ganze wird hier natürlich gegliedert in Interieur, Scania 2016, 2009, Mercedes, Renault, Volvo, DAF, MAN, Iveco, Trailer, Skoda, Bluebus, ATS, Horn, Steering Wheels, Truckers & Bee Themes, Blender. Können wir hier natürlich nochmal auf Blender Tools, wie das Ganze funktioniert. TMP Themes können wir hier natürlich nochmal gucken. Wir haben hier zum Beispiel auch noch für Truckers & Bee Safe Edits mit License Plate etc. pp. Da könnt ihr natürlich hier in dem Discord Server sehr gut rumgucken. Ich bin ja natürlich ein großer Scania-Fan, also wenn ihr in Scania reingeht, dann seht ihr hier schon die ein oder anderen Sachen, die hier mit implementiert ist, ja, wo man auch sehen kann, okay, ey, genau das will ich jetzt haben und genau das will ich jetzt herunterladen, zum Beispiel einfach die Paulaner-Spezi auf dem Beifahrersitz. By the way, immer super gut, Paulaner-Spezi lieben wir. Und wie gesagt, wenn wir hier links in den Reiter gehen, Bypass-Plugin, könnt ihr das natürlich herunterladen. Hier ist auch nochmal eine kleine Erstellung, wie man das Ganze zu tun hat und dem Project ALM. So, das Ganze haben wir ja natürlich schon heruntergeladen. Das heißt, wir öffnen mal ganz kurz den Explorer und wir gehen hier einmal bei Downloads drauf und wir haben jetzt hier natürlich zwei Dateien, die extrahieren wir hier einmal ganz kurz und dann haben wir jetzt hier zwei schnelle Ordner. Dann machen wir erstmal einen neuen Reiter auf und wir gehen einmal ganz kurz in Volume D. Bei mir ist es Volume D. Gehen wir einmal auf Steam Library, Steam Apps, Come On und wir gehen auf Euro Truck Simulator und dann können wir hier zum Beispiel in die Bin X64 und dann haben wir hier unsere Plugins. Falls ihr nicht wisst, wo bei euch das Ganze denn installiert ist mit Euro Truck Simulator, weil ihr vielleicht so viele Festplatten habt, das ist ganz einfach. Wir öffnen dafür einmal
einmal ganz kurz nur Steam. Ihr geht bei euch auf die Bibliothek. Wir gehen auf Euro Truck Simulator, macht einen Rechtsklick, sagt Verwalten und ihr sagt lokale Dateien durchsuchen. Wenn ihr da auf diesen Reiter geht, kommt ihr hier direkt auf euer Spielverzeichnis, könnt ihr wieder auf Bin gehen, x64 und dann haben wir hier alles, was wir brauchen. Jetzt ganz wichtig, ihr geht auf x64 und falls ihr noch keinen Ordner habt, was Plugins heißt, sagt ihr hier einfach nur neu Ordner und sagt Plugins. Das Ganze brauchen wir jetzt nicht machen, weil wir das schon haben. Und ihr macht einen Doppelklick drauf. Da seht ihr hier schon, dass wir hier zum Beispiel diesen SCS Unit Type Check Bypass.dll haben. Und das Ganze müssen wir hier nochmal einfügen. Das heißt, wir wählen diese Datei, fügen das hier ein und sagen einfach im Ziel ersetzen. Damit haben wir schon mal erfolgreich das Plugin installiert. Und jetzt können wir einmal ganz schnell in diesen Project ALM gehen. Diesen Project LLM ziehe ich einmal ganz kurz auf den Desktop. Danach kann ich eigentlich auch alles schon wieder schließen. Wir öffnen einmal den Ordner und wir haben hier eine Project LLM.exe drinne. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass ihr hier dieses Fenster habt. Project LLM, lokale Mods, Discord, YouTube, Patreon. Wir können Bearbeitung speichern, lokale Mods installieren. Wir haben hier den Reiter herunterladen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Scania 16 gehen, dann haben wir hier die ein oder anderen Seiten, was auch auf der Webseite war, wo wir hier direkt zu dem Download-Links kommen, was man herunterladen kann. Und ich würde mal sagen, da wir ja ein schönes Interieur haben wollen, suchen wir uns jetzt nochmal schnell die ein oder anderen Sachen raus, die wir denn auch installiert haben wollen und wo wir das Ganze denn machen können. Black and White für den MAN. Da drückt ihr einfach nur auf Download, dann kommt ihr hier direkt auf die Seite. Das installieren wir uns einmal. Da sagt ihr einfach nur Create Download-Link und sagt Download. Jetzt sind wir noch einmal ganz kurz im Discord und jetzt sagen wir zum Beispiel, ey, okay, wir wollen nochmal ein Big GPS haben und das Ganze ist dann so, dass ihr hier einfach in die Gruppe reingeht, Scania 2016, ihr drückt einmal Steuerung F, das heißt, ihr sucht genau in dieser Gruppe und dann sagt ihr einfach nur noch einmal GPS und dann sehen wir hier schon, was hier für unterschiedliche Sachen kommen auf der rechten Seite. Etwas Nettes, wo man sagen kann, das ist ein schön großes Tablet. Zum Beispiel das hier. Das mag ich, Big GPS. Da sage ich einfach nur auf EU Download. Ja, wie gesagt, wenn ihr das für die UK-Version macht, dann müsst ihr auch natürlich einen LKW haben, was UK ist. Also auf der rechten Seite sitzt. Einfach wieder Download und diese vier Mods installieren wir uns jetzt. So, jetzt sind wir ja hier noch einmal ganz kurz in den Downloads. Ich öffne hier einmal ganz kurz einen neuen Ordner und sage lokale Mods. Das Ganze könnt ihr natürlich überall machen, wo ihr wollt. Und füge diese Mods mal ganz kurz hier ein. Wollen wir das Ganze natürlich jetzt einmal ganz kurz extrahieren. Also sagen wir, wir wollen extrahieren, extrahieren. Jeden Ordner extrahieren wir einzeln, damit wir hier gleich keine Überlappung haben. Nochmal extrahieren und extrahieren. Und dafür sind wir jetzt in Euro Truck Simulator. Wir haben hier einmal unser TruckersMP-Profil ausgewählt. Und wir sagen einmal ganz kurz Karriere fortsetzen. Jetzt müssen wir natürlich unsere Mods natürlich nochmal so vorbereiten, dass wir das alle installieren können. Wir gehen einmal auf Service, LKW Händler. Wir haben ja einmal für den Scania was gekauft, also sagen wir einmal online kaufen. Da wollen wir jetzt einmal den Scania S Highroof einfach nur normal kaufen. Ihr seht, fügen wir jetzt hier in die Garage, haben wir noch nichts mitgemacht. Und wir haben ja einmal ein Mod für den MAN gekauft, sagt ja auch wieder online kaufen. Wir haben ja den ganzen für den MAN TGX gekauft und wählen das hier alles auch auf einmal auf dem Quickslot aus. So, jetzt müsst ihr natürlich euch einmal so überlegen, welchen LKW wollen wir anfangen. Wir wollen mit dem Scania anfangen, also sagen wir einmal ganz kurz einsteigen. Dann sehen wir uns einmal das Interieur an und sagen hier, okay, ey, da ist ja gar nichts. Ganz wichtig, ihr müsst das pro LKW immer einzeln machen. Jetzt sagen wir System speichern und wir sagen lokaler Mod 4 beispielsweise und drückt speichern. Das Ganze ist einfach nur dafür da, dass wir das jetzt identifizieren können. Wir gehen in den Project ALM, in den Reiter lokale Mods einmal ganz kurz, sagen Truckers MP und wir sagen lokaler Mod 4. Wir sagen herunterladen, Mod auswählen und wir sind ja jetzt hier in diesem Reiter Downloads, in diesem Ordner, den wir erstellt haben und wir gucken jetzt Scania S16 Big GPS, sagen wir Ordner auswählen und sagen Mod installieren und dann steht da schon Mod erfolgreich hinzugefügt. Sagen wir nochmal Ordner aussuchen, gehen jetzt zum Beispiel auf dieses Warpies Interior, sagen Mod installieren und wir sagen, wir wollen ja zum Beispiel noch dieses Three Spoke Wheel haben. Selbst wenn das gleich nicht funktionieren wird, zeige ich euch trotzdem, wie man das gleich einmal neu machen kann. Jetzt sagen wir System laden und wir wählen diesen Mod einmal wieder aus, diese Speicherung, die wir
erstellt hatten. Das Ganze wird jetzt neu geladen und wir sitzen jetzt in einem fertigen Interieur, ohne dass wir irgendwas machen mussten. Super. Sieht mega aus. Also ich finde zum Beispiel das mit den Skins, Never Late in a V8, finde ich mega. Auch zum Beispiel da mit diesem Sternehimmel etc. pp. Aber wir sehen hier zum Beispiel, wir haben gerade zwei Lenkräder und genau das wollen wir nicht. Wie ändert man das? System speichern. Ihr sagt lokaler Mod. Ihr überspeichert diese Datei noch einmal ganz kurz. Wir gehen in den Project ALM und wir gehen einmal hier oben in den Reiter Uninstall Mods. Jetzt gehen wir auf Truckers MP neu. Jetzt gehen wir einmal auf den lokalen Mod 4 und jetzt suchen wir uns einmal unser Lenkrad raus. Wir wissen, dass es dieser Toast Three Spoke Wheel Yellow Add-on war. Drücken wir einmal drauf, sagen Mod deinstallieren. Das wurde damit erfolgreich deinstalliert. Gehen hier einmal auf System, gehen einmal auf Laden und sagen lokaler Mod neu laden. Und jetzt haben wir auf einmal kein Lenkrad mehr und alles ist super. Es funktioniert alles, Big GPS funktioniert, wir haben ein richtig schönes Interior auf einmal. Lässt sich auf jeden Fall richtig gut sehen. So, und jetzt wollen wir natürlich nochmal den MAN machen. Dafür wählen wir jetzt einmal ganz kurz LKW Manager, wählen den MAN aus. Ihr seht jetzt, dass das Interieur wirklich 0815 ist, ohne irgendwelche Sachen. Wir drücken wieder auf Speichern und wir überspeichern jetzt einfach nur den lokalen Mod 4 noch einmal und sagen ja. Jetzt gehen wir wieder in den Project ALM, sagen Install Mods, sagen wieder okay, Truckers MP 9, wir gehen wieder auf den lokalen Mod 4, herunterladenen Mod auswählen und sagen MAN 2020 Interior. Einmal draufdrücken und sagen Mod installieren. Das Ganze wird jetzt hinzugefügt und jetzt drücken wir nochmal auf System, laden, lokaler Mod, laden das Ganze natürlich noch einmal ganz kurz neu und gucken uns an, ob das Ganze funktioniert hat. Und wir sitzen hier auf einmal in einem fertigen MAN mit einem schönen Interior. Finde ich wirklich sehr hübsch. Haben sie sehr geil gemacht. Von außen sieht man das natürlich auch, was wir hier für ein Modding-Interior haben. Und so geht es halt weiter. Und diese Fehlerbehebung von wegen, okay, auf einmal funktioniert das mit dem Lenkrad nicht, weil das auf einmal überschrieben wird und sowas. Dann sagt er einfach Uninstall Mods, wählt den Mod aus, den ihr installiert habt, deinstalliert den ganzen Mod und dann funktioniert alles, Freunde. Damit seid ihr auf jeden Fall jetzt auch auf der sicheren Seite für Truckers MP. Könnt damit auf jeden Fall richtig schön rumdüsen. Ihr könnt wirklich schöne Interiors herunterladen, schöne Add-ons herunterladen, die es manchmal im Singleplayer auch nicht gibt. Ich würde es euch auf jeden Fall allen mal empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Es ist wirklich super einfach. Wenn ihr natürlich noch irgendwelche Fragen habt, kommt doch gerne mal auf den Discord, schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Frage oder hier unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Freunde. Falls euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und vielleicht ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.